Dieses Video wird gesponsert von Shop for Tesla, nachhaltiges Zubehör für deinen Tesla. Mit dem Code TESLACREW bekommt ihr 5% Rabatt, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und damit herzlich willkommen von der IAA in München, der Internationalen Automobilausstellung. Hier ist der Steven vom Kanal Die Tesla Crew. Ich bin heute eingeladen worden von CATL oder CATL besser gesagt, zur Vorstellung des neuen oder superschnellen Xingxing Akkus. Der läutet eine neue Ära des Superschnellladens von Elektrofahrzeugen ein. Wie ihr hier schon sehen könnt, 10 Minuten laden von 0 bis 80%. Eine Reichweite von 700 Kilometer und mehr sind da wohl drin. Das bedeutet, in 10 Minuten kann ich 400 Kilometer nachladen. Das funktioniert jetzt, muss man dazu sagen, bei Raumtemperatur. Der ganze Akku ist auf LFP-Basis. Der hat ja normal den Nachteil, dass er sehr temperaturempfindlich ist. Aber selbst bei minus 10 Grad gelingt hier das Nachladen in 30 Minuten von 0 auf 80% durch intelligentes Wärmemanagement. Wird der Akku natürlich dann optimal auf Wärme gebracht und schafft das somit in 30 Minuten selbst bei minus 10 Grad. Wenn es natürlich noch kälter ist, dauert der Aufwärmvorgang natürlich entsprechend länger. Aber das ist ein Game Changer in meinen Augen, weil das ist immer noch so ein Punkt, wo viele Zimmer sagen, ja, Elektromobilität, da muss ich immer so lange warten aufs Aufladen. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt hier in München, ich fahre nach Erfurt zurück, das sind die 400 Kilometer, muss 10 Minuten nachladen. In der Zeit gehe ich auf Toilette und dann muss ich aber auch schon weiter. Viel schneller ist dann ein Tankvorgang auch nicht mehr. Und ja, ich werde euch jetzt mal noch den Stand von CATL ein bisschen zeigen, wo die Firma aktiv ist, auf welchen Gebieten und was so die Zukunft wohl noch bringen vermag. Und ja, da freue ich mich, dass ich hier eingeladen wurde. Und danach gucken wir uns noch ein paar andere Sachen an. Vor allen Dingen Tesla ist ja auch mit auf der Messe vertreten. Das neue Model 3 Highland, da schauen wir einfach mal, ob das eine Kamera hat oder nicht. Das interessiert die meisten und gucken uns noch ein paar Details an. Ja, und da würde ich sagen, dann ja, laufen wir hier mal ein bisschen rum und ich zeige euch noch ein bisschen was. Hier sehen wir zum Beispiel den Xiling, weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Akku, Xiling-Batterie, benannt nach einem chinesischen Fabelwesen. Hier unten quasi die Zellen und darüber die Kühlung, die dann quasi hier integriert wird und der Deckel, der oben drauf kommt. Die Entwicklung geht natürlich immer weiter. Es wurde entwickelt Cell-to-Pack, dass die Zellen direkt ins Pack, ins Battery-Pack kommen. Und das neueste Ding ist halt, dass das Cell-to-Body, dass die Zellen direkt in den Body integriert sind, so wie bei Tesla in dem Structural Pack oder auch beim BYD. So macht das natürlich auch CATL. Und dadurch erreicht man eine höhere Energiedichte pro Masse, pro Gewicht sozusagen. So, hier können wir den Xingxing Akku nochmal in Action sehen. Also grundsätzlich können die Akkutechnologien auch kombiniert werden. Also man kann die LFP-Technik auch mit anderen Akkutechniken kombinieren in einem Pack. Das hat dann verschiedene Vorteile, dass man sicherlich schnell mal Leistung abrufen kann und trotzdem auch eine hohe Reichweite hat. Genau, also so sieht das jetzt hier mal schematisch aus. Hier an der Seite noch ein Monitor, wo man mal sehen kann, wie schnell hier geladen wird. Hier sehen wir nochmal sehr schön dargestellt, in welchen Bereichen CATL tätig ist. Natürlich nicht nur in der Elektromobilität, was die PKWs betrifft, sondern auch zum Beispiel im Schiffsverkehr, Fähren, Containerschiffe. Das ist die Zukunft, dass das über Batterien erledigt wird. Dann auch im Flugzeugbau. Ist in Zukunft angestrebt, das über Batterietechnik zu erledigen. Batteriespeicher, ganz klar. Wenn die Energiewende gelingen soll, müssen wir den Strom, der ja von der Sache her zur Genüge da ist, auch speichern können. So mache ich das zu Hause bei mir auch, dass ich tagsüber, was ich zu viel habe, in den Hausakku reinpacke und nachts dann
diesen Strom auch vom Tag mit in die Nacht nehmen kann sozusagen. Genau, also in allen Bereichen der Industrie wird das Einzug halten. Auch bei Baumaschinen, auch bei der Eisenbahn. Ja, nochmal sehr schön zu sehen, wie sich CATL das vorstellt. Ja, und da gibt es natürlich die Möglichkeit, einmal mit dem neuen Shenzhen-Akku schnell nachzuladen in 10 Minuten 400 Kilometer. Es gibt aber auch noch einen anderen Ansatz, das ist das Battery Swapping. Da gehe ich jetzt mal hier auf die andere Seite. Auch da wird dran gearbeitet. Auch da gibt es schon erste Stationen. In China allerdings, ähnlich wie bei NIO, dass die Batterie nicht geladen wird, sondern einfach geswappt wird, getauscht wird. So sieht das dann aus. Battery Swapping. Genau, und da kann man sicherlich dann innerhalb von 5 Minuten, denke ich mal, auch weiterfahren. Also auch diese Technologie gibt es. Hier sehen wir auch den Natrium-Akku. Auch der wurde von CATL entwickelt. Da nehme ich euch nochmal kurz mit. Verschiedenen Akkutypen, die es so gibt, mit natürlich verschiedener Energiedichte. NCM, Nickel, Kobalt, Mangan-Akku. Dann der allseits bekannte LFP-Akku, der sehr zyklenfest ist, weniger brandanfällig und aber dafür weniger Energiedichte hat, beziehungsweise dann schwerer auch ist. Dann gibt es auch noch die Entwicklung, mehr Energiedichte in einen Akku reinzupacken. Hier haben wir zum Beispiel ein Modell, Condensed Battery, 500 Wattstunden pro Kilogramm, ist natürlich enorm. Das ist wirklich viel. Hier nochmal ein Vergleich der Natrium-Ionen-Akku, dem wahrscheinlich auch ein Stück Zukunft gehören wird, weil er preiswert herzustellen ist und sehr wenig oder gar keine seltenen Erden hat. Der hat 160 Wattstunden pro Kilogramm. Der wird seine Verbreitung finden. Ich denke mal eher so im Hausspeicherbereich sehe ich den. Vielleicht auch in Kleinstfahrzeugen, die nicht so viel Reichweite brauchen. Und hier halt für Hochleistungsfahrzeuge. Oder zum Beispiel Flugzeuge, weil da brauche ich ja viel Energiedichte auf kleinen Raum und auf wenig Gewicht. Das wäre ja hier mit 500 Wattstunden pro Kilogramm der Fall. Wird dann sicherlich etwas teurer sein. Aber da seht ihr halt, dass CATL in viele Richtungen forscht und entwickelt und vieles eben auch schon marktreif hat. Für jeden Bereich halt. Flugzeug, Schiff, der normale Individualverkehr, die Hausspeicher, die Großspeicher, Industriespeicher, Stromnetzspeicher, für jeden Bereich im Prinzip was im Portfolio. Ja, das macht CATL aus. Hier sehen wir nochmal schön Cuttle Europe, das große Batteriewerk in Thüringen am Start, Erfurter Kreuz, meine Heimat. Und in Ungarn soll eines der größten Batteriefabriken gebaut werden. Ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch, die ganze Batterietechnologie. Nicht nur in Amerika, da natürlich durch die Förderung jetzt hauptsächlich, aber auch in Europa wird da fleißig dran gearbeitet. Ja, hier ist das Werk in Ungarn, was da entstehen soll. 100 Gigawattstunden Produktionskapazität. Ich weiß gerade aktuell gar nicht, wie das in Erfurt aussieht. Ich hoffe ja mal, dass ich Erfurt mal einen Besuch abstatten kann, dem Werk, und vielleicht mal eine Art Werksführung dort bekomme und ein paar Einblicke. Mal sehen, ich bin dran. Ich habe jetzt die Kontakte geknüpft. Wenn ich interessante Sachen erfahre, erfahrt ihr sie natürlich als erstes. Aber ich muss sagen, man hält sich ziemlich bedeckt. Ich habe auch mal gefragt, der neue Superakku, in welchen Autos der Einzug halten wird. Das wurde mir hier noch nicht gesagt. Auch verschiedene andere interessante Fragen, die ich hatte, ist alles noch nicht spruchreif und deswegen darf ich da noch nicht drüber berichten, beziehungsweise wurde es mir nicht gesagt. Schön grün hier alles am Stand von CATL. Jetzt fragen wir doch gleich mal die junge Frau hier, was es damit auf sich hat. Hallo, ich bin der Steven vom Kanal Die Tesla Crew. Hallo. Ihr seid hier aus Deutschland, aus
Aus dem Standort Thüringen. Standort Thüringen, sogar. Also Deutschland und Standort Thüringen vertreten. Da fühle ich mich doch gleich zu Hause. Sehr gut. Was hat es denn damit auf sich hier mit diesen, was sind das? Das sind Eichenbäume. Eichenbäume. Genau, das sind 1500 Eichenbäume, die sind hier auf dem gesamten Stand verteilt. Die kommen aus Thüringen und werden im Thüringer Wald wieder eingepflanzt nach der Messe. Und ist das irgendwie ein besonderes Projekt? Ja, wir haben eine Kooperation mit dem Baumpaten Thüringen, die quasi seit knapp 2 Jahren sich unterstützen oder gegenseitig unterstützen, den Thüringer Wald aufzuforsten. Ja. Und wir sind Projektpartner und haben bereits letztes Jahr 1500 Bäume gesponsert und werden auch jetzt wieder die 1800 Bäume wieder zurückbringen nach Thüringen und zusammen mit dem Baumpaten pflanzen. Okay, das gefällt mir. Prima. Dann danke für die Auskunft. Gerne. Ja. Ja, und ein weiteres Highlight war für mich das neue Tesla Model 3 Highland, das ich jetzt mir als nächstes angeschaut hatte. So, hier steht das Schmuckstück und da schauen wir doch gleich mal, ob die Kamera verbaut ist. Also ich sehe hier keine Kamera vorne. War jetzt auch nicht rauszukriegen von den Kollegen, ob die verbaut wird oder nicht. Das ist ja eine der meistgestellten Fragen. Ansonsten vom Design her. Die Leuchten, die Front, das ist schon schnittig, scharf gemacht. Das ist auf jeden Fall gefällig. Das wird auch massenkompatibel sein, denke ich mal. Schon gut gelungen. Leider darf ich jetzt nicht hier rein und mich mal reinsetzen und euch ein bisschen mehr zeigen. Hier gibt es feste Timeslots, die von der Presse gebucht wurden. Ist der Pressetag heute. Einige bekannte YouTuber habe ich auch schon gesehen hier. Aber das hätte ich vorab buchen müssen. Dafür bin ich zu klein. Der Kollege hat einen Timeslot hier. So, von innen konnte ich mir aber schon anschauen. Das Ambiente-Licht. 15 Jahre Mango Engel. Das ist der Modus MVP. Ja, das ist ein So, hier seht ihr die neuen 19 Zoll Felgen. Die sehen schon sehr schick aus. So, hier sieht man vielleicht ein bisschen angedeutet das Ambientelicht. Der Thomas wird es auch gerade filmen, von Autogefühl. Hinten, ja, ich weiß nicht, ob man das hier solche Kameras so sieht. Dann der Heckbereich, die Heckleuchten. Ja, das ist schon gut gelungen. Ähnlich wie beim Model Y jetzt hinten ein Heckdiffusor. Hier seht ihr auch nochmal das neue Lenkrad. Ohne Lenkstockhebel. Doch kein Joglenkrad, wie viele vermutet hatten. Vielleicht kommt das später noch. Auf jeden Fall sieht das schon sehr nackt aus, das Lenkrad. Ansonsten Tesla typisch, sehr schlicht, sehr aufgeräumt, sehr gefällig. So, hier an der Seite die Seitenkamera, die sieht mir doch anders aus als vorher. Das scheint doch eine neue Kamera zumindest zu sein. Hardware ist wohl angeblich noch die gleiche, wurde mir gesagt. Die halten sich ja sehr bedeckt, was Hardware angeht, was die neue Kamera angeht, die vorne kommen sollte oder die wir gehofft haben, dass sie kommt, ob das noch kommt. Im Moment ist sie, wie gesagt, nicht drin. Ob sie noch reinkommt, weiß keiner, welche Hardware drin ist, kann keiner sagen. Wann das Model 3 Performance kommt, konnte man mir nicht sagen, obwohl der Buschfunk sagt ja jetzt im nächsten Quartal. Man mutmaßt ja sogar, dass ein Model 3 Plaid rauskommen könnte. Dazu konnte man mir auch nichts sagen. Also ich habe jede Menge Fragen gehabt, die mir nicht beantwortet werden konnten. Ich kann das nochmal einreichen und sollte ich da noch irgendwelche Antworten bekommen, dann werde ich euch auf jeden Fall noch nachreichen.
Ja, ansonsten gab es schon zahlreiche Änderungen. Das meiste davon habt ihr sicherlich schon in anderen Videos gesehen. Das muss ich jetzt nicht alles aufzählen. Das Wichtigste für mich, die verbesserte Aerodynamik, 8% effizienter. Das Auto ist leichter, auch sehr wichtig, wie auch immer sie das erreicht haben. Die haben ja noch keine Auskunft gegeben zum Akku. Die Lenkstockhebel sind weggefallen am Lenkrad. Das bemängeln viele. Die Reichweite wurde 12% erhöht. 50% der Teile sind neu. Es gibt zwei neue Farben. Die Ambientebeleuchtung ist neu, also mehrfarbig. Die Außengeräusche, die Umgebungsgeräusche wurden 30% reduziert durch rundum Akustikverglasung. Finde ich sehr toll. Und die Federung soll wohl sehr viel besser sein. Das wird dann noch zu testen sein. Ich hoffe, dass ich zeitnah dann mal ein Model 3 Probe fahren darf. Tesla hat mich da schon angesprochen, ob ich da Interesse dran hätte. Mal gucken, wie sich das mit meiner Reise, mit meiner Europareise vereinbaren lässt, ob ich das danach dann mache. Ja, werde ich euch auf jeden Fall davon berichten. Und dann möchte ich euch noch ein paar Eindrücke von dem Rest der Messe in kurzer Form zusammenfassen. Auch andere Hersteller wie hier Renault haben ihre Modelle ausgestellt. Was auffällig war, ist, dass der Schwerpunkt auf Elektromobilität lag, also wirklich extrem, und dass auch viele chinesische Firmen am Start waren, die sich jetzt hier im europäischen Markt natürlich auch einbringen wollen. Aber auch die Deutschen haben hier ordentlich vorgelegt. Hier ist mal so ein gepanzerter BMW i7. Der neue 5er BMW als elektrische Variante hat nicht mehr ganz so einen großen Kühlergrill. Das finde ich besser. Das ist ein bisschen massenkompatibler, würde ich jetzt mal behaupten. Hier wird doch noch versucht, mit Wasserstoff zu pumpen. Also das Thema scheint noch nicht ganz abgeschrieben zu sein, obwohl ich das bei PKWs nicht als Lösung sehe. Da werden wir uns in 5 Jahren widersprechen, dass das sich nicht durchsetzen wird. Hier ein selbstfahrender Bus von Moja, glaube ich, also vollautonom. Die fahren ja, glaube ich, teilweise sogar schon rum. VW ID.2 als GTI-Variante wird so oder so ähnlich auf die Straßen kommen. Also der ID.2 braucht ja noch ein bisschen Zeit. Der müsste eigentlich genau jetzt kommen zum vernünftigen Preis. Ab 20.000, 25.000. Mal schauen, was daraus wird. Ja, so sieht er dann in der GTI-Variante aus. Und hier auch Porsche hat natürlich Superlative mit am Start. Gut, ob das jetzt so kommen wird, weiß ich nicht, ob man das braucht. Aber um zu zeigen, was man kann, sicherlich ganz nett. So genauso bei MG, die in meinen Augen mit dem im Hintergrund zu sehenden Auto auch für den Massenmarkt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Das ist eine der wenigen Firmen, die das schafft. Hier BYD, Dolphin, das ist, glaube ich, dann auch etwas kleiner und hoffentlich etwas preiswerter, weil die Autos fehlen noch. BYD Atto 3 sehe ich auch Potenzial, bis auf die Ladegeschwindigkeit, die ist da ein bisschen langsam. Wenn sie das in den Griff kriegen und den Preis noch ein bisschen drücken, wird BYD da auch sehr stark sein. Ja, das wird jetzt die Aufgabe der nächsten Jahre, die Preise vernünftig zu drücken, und hier natürlich auch E-Bikes dürfen auch nicht fehlen, ist auch Teil der Mobilität. Ja, und damit würde ich sagen, war es das für dieses Video, für diesen kurzen Einblick auf die IAA 2023. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, und bis zum nächsten Video dann, euer Steven. Ciao, ciao.